besondere Aufgabe für Pianist Martin Stadtfeld. Bei Steinway & Sons in Hamburg soll er aus 7 Flügeln den besten für das Festspielhaus Baden-Baden aussuchen. Was wir suchen, ist ein Soloinstrument, gerade für Soloabende, also Klavierrecitals, wo es auf Sensibilität ankommt, auf Subtilität. Und da ist ja Martin einfach wunderbar und der beste Partner. Rund 122.000 Euro kostet jeder Flügel. Alle 7 stammen aus derselben Baureihe, aber dennoch gibt es Unterschiede. Jedes Instrument hat seine Persönlichkeit und ich würde sogar sagen, hat seine Seele. Und da gibt es also ganz große Unterschiede, was ein Instrument so hervorbringt. Und natürlich gibt es auch verschiedene Pianisten. Der eine kommt vielleicht mit dem Instrument besser aus, der andere mit einem anderen Instrument. Ich gehe sehr darauf, dass mir ein Instrument etwas erzählt, dass es mich auch berührt. Dass, wenn ich mit dem Instrument kommuniziere, auch Neues wieder erfahre über das Stück, über die Musik, über die Intensität von Musik. Das ist das, was ich suche, die Intensität von Klang und nicht nur eine glatte Schönheit, sondern was ganz Persönliches und Intensives. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Nach Ausprobieren und Diskutieren steht am Ende fest, Flügel Nummer 5 soll es sein. Er ist ideal für das Festspielhaus Baden-Baden. Der Ton ist unglaublich klar und gleichzeitig aber auch hat was Magisches, gerade in der ganzen Mittellage, was sehr selten ist. Und deswegen muss es der sein und darf kein anderer sein. Einen Großteil seines Anschaffungswertes spendeten private Förderer des Festspielhauses. Und die werden die Magie des neuen Klanges auch als erstes zu hören bekommen in einem Exklusivkonzert.